Ich hatte schon mit 10, 11 Jahren Zukunftsängste. Mit 13 dachte ich einfach, ich lande irgendwann auf der Straße und jetzt ist mein Leben so, wie es jetzt ist, einfach perfekt. Meine Schulprobleme begannen schon in der Grundschule. Man hat einfach gemerkt, dass ich nicht ganz so leistungsstark war. Ich war ein sehr verträumtes Kind. Ich bin dann in die Hauptschule gekommen und da gab es ganz viel Mobbing. Und irgendwann hatte ich so Angst, dass ich einfach gesagt habe, ich gehe nicht mehr zur Schule. Meine Leistung war nicht gut, ich hatte keine Freunde und ich hatte Schulangst. Meine Eltern waren natürlich verzweifelt, weil dieses Kind muss ja zur Schule gehen. Ich war insgesamt 1,5 Jahre nicht in der Schule. Ich habe nicht mal ein Versetzungszeugnis in die 8. Klasse erhalten. Ich habe die Werbung im Fernsehen von der Schülerhilfe dann gesehen und wusste dann, okay, ich muss jetzt einfach irgendwas machen, um meinen Schulabschluss zu bekommen. Und habe dann meinen Eltern gesagt, okay, ich möchte bitte, dass ihr mich anmeldet. Und wir sind dann hierher gekommen, das war damals in Berlin-Spandau. Wir haben mich angemeldet. Die Schülerhilfe haben mich einfach total motiviert, wieder das Lernen zu lernen. Sie haben mir einfach andere Wege gezeigt, die mir total geholfen haben. Sie haben mich super motiviert und mich dadurch selbstbewusster gemacht. Und ich persönlich würde jedem empfehlen, diesen Schritt zu gehen, wenn es Unsicherheit in der Schule gibt. Dank der Schülerhilfe habe ich dann meinen Abschluss geschafft. Damit hätte ich niemals gerechnet zu dem Zeitpunkt. Mein beruflicher Weg lief dann so ab, dass ich erst die Sozialassistenz als Ausbildung gemacht habe und bin dann weiter in die Erzieherausbildung reingegangen. Habe dann auch ein paar Jahre als Erzieherin gearbeitet und darf mittlerweile selber eine Kita leiten und habe da auch ganz tolle Kolleginnen kennengelernt, die mittlerweile sogar meine besten Freundinnen geworden sind. Ich habe einen Mann, ich habe wunderbare Kinder, ich habe sogar ein Haus gebaut und damit habe ich niemals zu dem Zeitpunkt gerechnet. Mit 13 dachte ich einfach, ich lande irgendwann auf der Straße und jetzt ist mein Leben so, wie es jetzt ist, einfach perfekt. Wenn ihr auch früher bei der Schülerhilfe wart und eure Geschichte gerne teilen wollt, um andere Schüler zu motivieren, dann schreibt doch einfach der Schülerhilfe unter erfolg@schülerhilfe.de.